Herzlich willkommen zurück in Elderheim. In dieser Folge sind wir nochmal kurz bei der Bibliothek, weil wir noch eine Folge dafür brauchen, den Innenbereich nochmal ein bisschen zu verändern. Dafür haben wir hier drüben schon mal so einen kleinen Testlauf gehabt, was ich schon eigentlich sehr, sehr gut fand. Das werden wir direkt mal nach drüben kopieren alles. Nämlich hier nochmal so kleine Bücherecken, ein bisschen Teppich, hier nochmal so Pflanzen rein. Das werden wir jetzt in dieser Folge hier einfach nochmal hinkleistern. Achso, die Lampen hatten wir ja tatsächlich schon. Aber den Teppich noch nicht. Den hauen wir uns hier mal hin. So. Jetzt mal gucken, ging das von einem zum anderen? Ja, natürlich. So, und dasselbe hier drüben nochmal. So. Perfekt. Und dann hauen wir uns hier auch noch eine Bücherecke hin. Ich weiß gar nicht, wie weit hatten wir das denn hier drüben gemacht? Einmal 5, einmal 4. Alles klar. Also in die Richtung waren es 5. Und müssen wir hier drüben gucken. Ich glaube, hier waren es 4, weil da ja die Treppe anfängt. Dann haben wir hier einen Zweiergang, hier auch einen Zweiergang. Das ist doch soweit ganz gut. Und hier auch nochmal das gleiche. Aber ich glaube, wir setzen das nochmal einen runter. So. So. Was denn hier drüben? Da hatten wir auch nur 3 hoch. So, okay. Achso, ist 3 hoch. Das passt. Okay, cool. Dann noch hier einmal die Bücher hin. So. Perfekt. Können wir eigentlich hier auch eine Treppe reinsetzen? Sieht das besser aus? Anders sieht es auf jeden Fall aus, okay. Aber das mal so. Da drüben haben wir es, glaube ich, noch nicht so. Genau. Da hat noch einer gefehlt. Hinten hatten wir das auch ein bisschen anders. Machen wir das auch mal so. Aber das ist okay. Und da haben wir dann nochmal so Bücher drin gehabt. Das machen wir hier natürlich auch. So. Und dann nochmal ein, zwei Bücher unter die Treppe hier. Hier können wir eigentlich auch so eine Stufe hinpacken. Wenn das hochkommen, wird ja jetzt immer noch das gleiche bleiben. Jupp. Das funktioniert einwandfrei. So. Hier war das. Oh, hier und hier drüben. Also müssen wir das auf der anderen Seite auch nochmal verändern. Obwohl. Ah ja, doch. So. Und vielleicht machen wir den noch so. Und den vielleicht noch. So. Sieht ein bisschen besser, glaube ich, aus. Ah, wo haben wir es denn? Ja, das wäre dann hier. Ja, das ist soweit ganz gut. Genau, dann müssen wir noch die Fensterscheiben aufbrechen. So, aufbrechen nicht, aber so ein kleines Guckloch reinmachen. Mal hier, glaube ich. Ja, das ist gut. So. Genau, die Reihe lassen wir oben. Und hier nochmal das gleiche. Das sieht auch von draußen ganz nett aus, wenn wir da nochmal so einen kleinen, so ein kleines Guckloch haben. Und das machen wir auf allen Ebenen hier. Die Ebene war falsch. Hier muss das hin. Und hier auch nochmal. So. Und so. Und dann gehen wir gleich noch ein höher. Da.
dann wirkt das auch alles nochmal ein bisschen größer. Dadurch, dass es hier dann nicht so komplett zu ist und dass man auch nach draußen gucken kann, das ist natürlich auch nochmal ein bisschen angenehmer. Upsi. Das war ich nicht. So, und so. Perfekt. Aha. Und hier oben können wir es nicht machen. Alles klar. Okay, hier oben ist dann halt so ein bisschen der dunklere Bereich. Und außer wir setzen hier ein paar Laternen hin. So. So und so. Unsere netten Kronleuchter. Finde ich immer noch sehr, sehr schick. Könnten wir natürlich noch mal ein bisschen upgraden. Wie sieht das denn aus? Sieht gar nicht so gut aus. Das gefällt mir ja gar nicht. Wir haben ja mehrere Falltüren. Falltüren? Oh ja. Ich glaube, das wäre gar nicht schlecht. Das Kupfer. So, so, so. Ja, shit, da geht's nicht. So. Egal, wie es aufgeht. Okay, und da geht's auch nicht so ganz dran. Ah, oh, hat was. Gar nicht schlecht. Okay. Ach, stimmt. Wir müssen noch hier drüben dasselbe Spiel natürlich nochmal reinhauen. Hier habe ich mich verbaut anscheinend und ich hau nochmal den falschen aus. So. Und hier drüben nochmal. So. Genau da ist es. Da müssen wir es nochmal machen. Ach Mist. Nochmal die falsche Wand erwischt. Und jetzt hier. Falsch. So. Zack und zack. Jetzt hier nochmal in die Ecke ein. Hier ein. So. Ja, unten machen wir, glaube ich, nicht, oder? Aber doch, unten sieht cool aus. Unten gefällt mir das sehr gut. Ach, Mist. Da geht's natürlich nicht unten dran. Eieiei. Naja, dann ist das eben so. So. Und dann machen wir noch so einen kleinen Tischbereich. Für die Ebenen hier. So. Da, wo die Leute dann dran lesen können. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So. Und dann machen wir hier so einzelne Stühle hin. Das ist natürlich jetzt schlecht abgezählt. Machen wir hier so eine größere Bank hin. So, dann unsere Tischplatte noch drauf. So, dann vielleicht noch ein, zwei Lampen hier hin. Ist natürlich schwierig hier wegen der Decke. Machen wir hier, hier und dort einfach so eine Lampe hin. Ja, gefällt mir. Und das gleiche nochmal da drüber. Oh. Ah, okay, dann machen wir hier ein bisschen anders. So, so. Und so. Und schon haben wir hier nochmal einen anderen Tisch stehen. So. Und hier einen hin und hier einen hin.
Ja, das ist so ganz schick. Genau, hier kommt denn nichts weiter. Ja, hier hätte ich gern so einen kleinen Park gehabt. Dann machen wir das hier jetzt mal so ein bisschen bewachsener. Außer die hohen, die kommen weg. Aber so ist das ganz schön. Hier packen wir nochmal eine Bank hin. Ja, die gucken sich noch an. Hallo, warum kann ich das Schild nicht nehmen? Jetzt schon, okay. So. Jetzt fliegen wir mal noch hier unten, schnappen uns das und das. Und setzen hier mal sowas hin, wo man zum Glück gar nicht durchgucken kann. Fantastisch. Dafür haben wir bestimmt noch eine andere Lösung. Wir könnten Erde nehmen. Dann nehmen wir uns das. Schmeißen das weg. Schmeißen die Bäume hier drauf. Und ein paar Falltüren drumherum. So. Dann haben wir doch eigentlich auch so einen netten Busch als Abtrennung. Kann hier auch noch ganz nett sitzen. Vielleicht machen wir hier nochmal so ein Licht hin. So. Dann ist von der Helligkeit doch auch eigentlich echt gut hier. Okay, machen wir hier und hier auch nochmal so einen Busch hin. Vielleicht so. Dann nehmen wir uns die Falltüren. So. Perfekt. Super, dann haben wir hier so diesen kleinen Gartenbereich, wo man sich nochmal entspannen kann. Hier ist alles eingerichtet. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist unten der Eingangsbereich. Die Treppe ist eigentlich ganz schön gefährlich, merke ich gerade. So, der Eingangsbereich hier finde ich so schon mal ganz schön. Aber wir werden hier nochmal was wegreißen. Eigentlich hier die ganze Wand. Bis dahin, okay. Zack und zack. Weg damit. Weil wir brauchen ja auch irgendwie einen Tresen, wo man sich anmelden kann. Ja, warte mal, wir machen das ja doch. Genau so machen wir das. So. Und hier wird nochmal eine Leiter nach unten gehen. Der Tresen wird... Groß wird er denn? Vielleicht machen wir das so. So. Okay. So. Wir wollen auf jeden Fall den Platz hier bis dort. So. Ah, sieht das gut aus? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ah, okay, okay. Erstmal gar nicht so schlecht. Ja, dann bauen wir uns hier nochmal das Holz hin. Hier kommt
das hin. Und um da überhaupt reinzukommen, machen wir den weg. Setzen hier eine Falltür rein. Dann kann man hier rein und rauslaufen. Das ist perfekt. Und hier müssen dann zwei arbeiten. Das könnten wir machen, indem wir hier sagen. Das wird so zugemacht. Oh nee, das ist auch blöd. Problem ist nämlich daran, dass wir da nicht mehr rein und raus können. Das will ich ungerne. Deswegen schnappen wir uns wieder. Nee, wir schnappen uns gar nichts. Wir machen das erstmal so. Wir knallen uns hier das Holz hin. Mit der Leiter schon mal. Ups. Habe ich hier ein ganz anderes Holz benutzt? Oh ja. Oh, ganz vergessen. Upsi. Genau, dann machen wir das so. Und hier nach unten kommt dann noch ein Bereich für eine spätere Folge. Aber erstmal schon mal anzeichnen überhaupt. Das ist nämlich schon mal sehr wichtig, was hier hinkommt. So. Okay, und dann machen wir uns vielleicht hier noch so Holzsäulen hin, oder? Mit dem anderen Holz. Damit es zum Boden natürlich passt. Ah, passt aber natürlich nicht mit der Decke zusammen. Genial. So. Und so. Oder? Ja. Das hat doch was. Setzen wir hier jetzt noch zwei Gemälde hin. So. Und das hier. Und schon sieht es eigentlich recht nett aus. Gucken, was hier in die Mitte so reinpasst. Ah. Komm schon, gibt es noch irgendwas anderes? Nee, ne? Selber mal gucken hier. Hier mal 4. Ach so, oh. 4x4? Hä? Na gut, okay. Hinterfragen wir einfach mal nicht. Komm, dann nehmen wir das Skelett hier auch. Das sieht doch dann eigentlich ganz nett aus. Ich glaube, die müssen dann aber weg. Ja. Ich glaube, so haben wir es dann. Würde man sagen, von außen sieht das auch alles sehr, sehr schick aus. So können wir das eigentlich auch lassen. Okay. Dann würde ich sagen, war es das auch nochmal mit dieser Folge zur Bibliothek. Da wird auch nochmal eine kommen. Aber ich kann noch nicht genau sagen, wann, aber hier unten, da wird noch was entstehen. Das muss ich noch vorbereiten. Und das dauert noch ein bisschen. Und einen Plan muss ich dazu auch noch so ein bisschen machen. Aber es wird auf jeden Fall was dazu kommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Guckt gerne auf dem Discord vorbei. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.